Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Was ist denn jetzt das Fazit? Ob wir hier noch in Ruhe essen können? Ja, ich hoffe, dass Ihnen irgendwann der Sprit ausgeht und dass dann der Hammer aufhört. Hoffentlich. Du, ich meine mal die Ruhe zwischendurch, die ist herrlich. Ja. Ja? Jetzt zum Beispiel. Wenn der Motor schwach läuft. Verstehst du mich noch, wenn ich spreche? Noch 7 Minuten habe ich gerade gehört. Bohrhammer haben sie schon zur Seite gelegt. Jetzt haben sie ein bisschen den Dreck zusammengeschaut. Naja, schauen wir mal, ob die 7 Minuten eingehalten waren. Dann haben wir ja absolute Ruhe. So Lothar, nun sag doch mal, was ist denn das Fazit von unserem 2-monatigen Urlaub? Das Fazit? Das Kurzfazit. Es war eine gelungene Reise. Mit fast ausschließlich sehr guten Erlebnissen, Erfahrungen. Ja.
Es gab einige wenige Dinge, die ich jetzt hier nicht weiter im Detail ausbreiten will. Aber insgesamt war das gut, anstrengend, muss man dazu auch sagen. Vor allen Dingen die Reisetage, ne? Die Reisetage, wenn wir dann so 300, 400 Kilometer immer unterwegs sind von Ort zu Ort, dann ist das schon mal ein bisschen stressig. Aber ja, manchmal haben wir einen Campingplatz erwischt, der wirklich nur zur Durchreise geeignet war und nicht dort Urlaub zu machen. Das passierte, glaube ich, nur einmal in Cordillera. Ansonsten spielte der Zeitstress auch ein bisschen eine Rolle, dass wir in Albufeira auch nur eine Nacht waren. Da war aber auch Fakt, dass dort keine Toiletten und Duschen waren in dem Sinne. Lothar, welche Campingplätze haben dir denn auf der Reise am besten gefallen? Also, fangen wir mal oben an. Ja, wir sind dann nach Frankreich reingefahren, von Colmar über Lyon und dann kamen wir nach Avignon. Das hat mir sehr gut gefallen, das war der Knaller. Ja, weiter runtergefahren nach Saint-Jean, von dort aus Carcassonne. Regenwetter fand ich nicht so gut. Dann Richtung Biarritz, entlang der Pyrenäen.